Es ist nur noch eine Frage von Stunden, bis wir dem Organon endlich das Signal zur Sprengung unseres Heimatplaneten geben können. Die gute Nachricht ist, aufgrund dieser Verzögerung bleibt die Wasserrutsche bis auf Weiteres geöffnet. Nach Deponia und Chaos auf Deponia geht die Trilogie nun ins große Finale. Goodbye, Deponia. Und wieder einmal muss ich die Karre in den Dreck ziehen. Und los geht's. Nach zwei erfolglosen Fluchtversuchen aus Deponia sind Rufus und Gol ihrem Ziel Elysium näher als je zuvor. Ich nutze meine verblüffende Ähnlichkeit mit Cletus, um mich mit Gol an Bord zu schleichen. Wenn ihn nur nicht dauernd der Planet beinahe unter den Füßen weggesprengt würde. Mich quälen Versagensängste. Mehr als drei teilen kann ich mich ja nicht. Drei Rufusse sind natürlich besser als einer. Auf mich wirken sie eigentlich noch ganz entspannt. Nee, ich bin cool. Ich meinte die anderen beiden Ichs. Kleine Verwirrungen sind dabei natürlich vorprogrammiert. Sie leiden unter einer fremden Person, die ihnen das Leben zur Hölle macht. Mach dich gefasst auf fulminante Action. Du lebst! Schmalztriefende Romantik. Ich habe Gol versprochen, sie nie wieder mit Äxten zu bewerfen. Und ein atemberaubendes Finale. Gol, was hab ich getan? Goodbye, Deponia. Das war so lässig.